Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Wir sind hier in Athen wieder und es herrscht gerade Seuche. Wir haben mit Perikles geredet und wir sollen jetzt östlich von dem Theater... Östlich von dem Theater, ne? Ja, hier ist das Theater und da ist ein Haus. Ich denke mal, wir sollen dahin. Also wir müssen gerade eine Quest machen, weil wir auch gerade nichts anderes tun können, also... Ich hätte erstmal die ganze Map beenden sollen, dann dahin gehen. Aber gut. Ich hätte auch gar keinen Bock gehabt, die ganze Quest zu über, also alle Städte zu machen oder Inseln, Gebiete. Das hat zu lange gedauert. Ja, wir machen jetzt mit der Questreihe weiter, also Hauptstory vorantreiben. Ich denke nicht, dass das Ende sein wird, weil ja, gefühlt haben wir gar nichts gemacht. Ist das Ding gerade nach oben gewandert? Also habe ich irgendwie vorher den Boden markiert gehabt und dann ist es hochgekommen, weil hier eine Stadt ist oder so. Oder ein Gebäude. Im Südosten von Groß-Athen. Was ist Groß-Athen? Groß-Athen ist das hier, ne? Südosten. Ja, passt ja. Irgendwo da wird schon sein. Ich habe jetzt grob diese Richtung markiert, weil ich dachte, passt schon. Das ist der richtige Ort. So. Auf 100 Meter genau, passt schon. Ich glaube sogar 50 Meter, knapp über 50 Meter, genau, passt schon. Ich habe einfach nur das markiert, weil es das nächste hier in der Nähe war. Hier haben wir eine... Hier haben wir die getötet, ne? Stimmt. Eine Kultistin. Ich glaube, das war sogar eine, Offizierin von den Kultisten, also einem inneren Zirkel. Ja, so muss ich kurz die Marke wegmachen, das stört mich, wenn der einfach die ganze Zeit da ist. Wahrscheinlich können wir deshalb... Also Perikles kann mich töten, weil er ein Quest-Charakter ist und wahrscheinlich auch, weil hier ist die Quest, mit dem noch ist, was da wahrscheinlich hier stellen wird. Was ist hier passiert? Weiß ich nicht. Das ist barbarisch, um eine Botschaft zu senden. Ob Phoebe noch lebt? Deimos muss eine Drohung wahrgemacht haben. Zum Glück war Phoebe nicht hier. Hoffentlich ist sie in Sicherheit. Woher weiß, dass sie nicht hier war? Ist hier Deimos? Ja, okay, war vielleicht ein bisschen Overkill, der angenommen, aber passt schon. Ich habe Loot gefunden, was nicht für mein Level gedacht ist, Ehre. Hätte ich die retten können? Nope, das ist meins. Und tot. Ja, das Schwert leuchtet ein bisschen, das ist cool. Aspasia kannte die Gefahr und schickte dich trotzdem. Tut mir leid, Phoebe. Das hast du nicht verdient. Warum lebt er noch? Okay, keine Ahnung, warum der ist. Phoebe. Nein, 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 nein. Nein. Ella. Ella. Erde. Mutter von allem. Ich grüße dich. Okay. Finde ich es gar nicht so traurig, aber gut.
Nepama. Ja, RIP, kleine Burschen. Cassandra! Geht es dir gut? Ich muss mit Aspasia sprechen. Erst müssen wir Perikles finden. Er wird vermisst. Oh Gott, schon wieder. Das ist mir scheißegal! Sag mir, wo Aspasia ist! Cassandra! Es tut mir leid, Phoebe. Aspasia wollte am Parthenon nach Perikles suchen. Sie sollte dort sein. Ich glaube, wir gehen besser mit dir. Ich stimme zu, mein Freund. Ich stimme zu. Also Perikles sehe ich. Okay, wir sind gelevelt. Sind wir es? Also, wie kommt das mir gerade doch schon vor wie Endlevel? Also, wie die Story ist gleich vorbei. Athens letzte Hoffnung. Okay. Kann man gleich mal auf Giftschaden gehen? Weil was anderes sinnvolles skillen kann ich auch nicht. Kann aber gleich mal skillen, würde ich sagen, weil wieso nicht? Hier. Okay, jetzt machen wir ja noch mehr Schaden. Das ist nochmal ein längerer Effekt. Ist irgendwie so ein Eingang? Also hier wollte ich ja sowieso eigentlich hin, aber später dachte ich so, hey, ich schmeiße meine Questline, ohne dass du weißt, was passiert. Na gut. Aspasia. Oh, warum ist das wieder voll? Axonschwert, okay, ich glaube, das ist nicht der richtige Eingang. Ich glaube, das ist auch nicht das richtige Gebäude, vielleicht sogar. Obwohl, also das Gebäude könnte schon passen, aber vielleicht gibt es noch einen Eingang. Vielleicht war das nur so ein Schatzkammer am Ende. Oder vielleicht ist er in der Mitte des Dings und sie am Eingang, den man normal, also den man normal betreten sollte. Bietet nicht verfügbar, okay. Da bist du ja, Cassandra. Beeilung, Perikles könnte da drin sein. Was ist endlich gefahren? Du bist schuld. Phoebe ist tot. Sie ist tot, weil du sie geschickt hast, um deine Arbeit zu tun. Nein, ich... Das stimmt nicht. Phoebe wollte es so. Sie sagte, sie käme schon klar. Und du glaubst einem Kind? Du kennst Phoebe. Sie hätte ein Nein als Antwort nicht akzeptiert. Es lag nicht in meiner Hand. Nicht in deiner Hand? Du schicktest sie fort. Du hättest sie beschützen können. Worum ich sie bat, war nötig, um Perikles zu schützen. Sie lebte dafür, anderen zu helfen. Ja, jetzt lebt sie ja nicht mehr, ne? Sie lebte, um dir zu helfen. Für wird nicht sterben. Das ist eine Tragödie. Sie sollte hier sein. Natürlich sollte sie das. Aber du kennst den Preis für dieses Leben. Ich schon. Aber Phoeber auch. Aspasia, du bist hier. Gibt's eine Spur von Perikles? Wenn er hier ist, dann betet er drinnen. Er wollte nicht in der Sicherheit der Villa bleiben. Es wird immer schlimmer auf der Agora. Es ist Wahnsinn. Sprich später und handle jetzt. Perikles da. Los! Okay. Ich werde alles zerstören, was du je erschaffen hast. Athen gehört mir. Perikles! Komm mir nicht in die Quere. Wo ist er hin? Hallo, ich möchte dem sein Schild klauen. Ich wollte looten, gib doch.
Alles ist verloren. Er war ein großer Mann. Vielleicht größer, als uns allen bewusst ist. Wir müssen sie aus Athen herausbringen. Wir nehmen mein Schiff. Wir müssen gehen. Er darf nicht umsonst gestorben sein. Kann ich das jetzt endlich für Spartaner bauen? Niemals. Wahrscheinlich nicht. Aber mal gucken. Aber ich würde gerne die Leute noch looten. Die hatten gutes Loot dabei. Nila. Zwei Bestes, oder? Gibt es noch Besseres als... Das Gold ist halt Legendary. Blau ist selten und... Ich glaube, Lila ist sehr selten. Also ich glaube, das ist schon das Beste. Grün gibt es ja nicht irgendwie so als Set-Gegenstände. Wir müssen uns beeilen. Bleib bei mir, zur Sicherheit. Was stöhnt ihr so rum? Ich hätte Deimos einfach mit dem Pfeil in den Kopf töten können. Befohlen, dass niemand Athen verlässt. Das ist schön für ihn. Und er will, dass wir Aspasia zu ihm bringen. Try me, bitch. Ich gehe nicht. Geh! Lass sie nicht fliehen! Weg mit dem! Mord? Wieso krieg ich jetzt Mord? Au! Au! Nicht mich schlagen immer, Freunde. Ja, war ich ausreichend, oder? Aber ich war gerade noch in der Kampfanimation. Das ist doch so lächerlich, dass jetzt ein Kopfgeldjäger mich jagt in einer fucking Kampfsequenz, die das Spiel mir gesagt hat, dass ich die machen muss. Und vor allem, der ist ja auch gleich schon wieder neben mir gewesen. Ich sehe gerade auf der Karte nicht, aber ich habe schon gerade auf Minimap gesucht. Ja, 100 Meter entfernt. Ja, ich weggejutet. Du talkst gerade mal zum Wammern, Freund. Die Luft ist rein. Gehen wir. Wir werden hier bleiben. Warum? Was? Warum? Ich werde gebraucht. Ich kann die Athener in diesem Zustand nicht verlassen. Wir können Athen abfackeln und neu aufbauen. Das hier zu schützen. Überlasse Athen uns. Man wird euch was mit Perikles geschah. Soll mit euch dasselbe geschehen? Wenn alle Gegenstimmen verschwinden, wird sich das Volk nicht gegen ihn wenden. Man braucht mich hier. Bist du sicher? Ich lebte als ein Athener und ich sterbe auch als ein Athener. Okay. Dann tut mir einen Gefallen. Ihr beiden. Natürlich. Bergt Phöbes Leichnam. Gebt ihr ein anständiges Begräbnis. Alles, was sie verdient. Und mehr. Vielen Dank. Wir müssen los, Cassandra. Okay. Und ich erwarte, dass ich euch beide wiedersehe. Lebend. Was ist mit der Sequenz hier mit dem verseuchten Athen? Also wenn wir jetzt noch Athen haben, ist wie alles normal, oder? Ja. Mal gucken. Wo fahren wir jetzt überhaupt hin? Oder wo sind wir denn jetzt überhaupt? Ist jemand uns einfach hinter dem Steuerpult? Ja, anscheinend schon. Also ich habe keine mehr. Also Steuerpult meine ich jetzt dieses Schiffsrad, keine mehr, was heißt. Je weiter Athen Steuerrad. Hinter uns liegt, desto stiller wird es. Als wäre es friedlich. Ich weiß es besser. Tut mir leid, Aspasia. Wegen Perikles. Und Athen. Du musst dich nicht entschuldigen. Für gar nichts. True. Ich tat, was ich konnte. Ich tat, was ich konnte, um die Menschen zu beschützen. Niemand sagt etwas anderes, Cassandra. Der Kult des Kosmos hatte einfach einen Plan, den wir zu spät erkannten. Und sie schlugen im richtigen Moment zu. Und wegen Phöbe. Nein, mit Verlaub. Dafür bin nur ich verantwortlich.
Ich hätte sie in meiner Nähe behalten sollen. Das war mein Fehler. Nein, ich wollte mich entschuldigen. Es war nicht deine Schuld. Na, irgendwie schon. Nur ein weiterer Mord im Namen des Kults. Ich lasse jeden. Gehört die zum Kult, weil die hat auch so eine lila Kleidung an. So wie das ein Kultschiff. Richten wir den Blick auf die Zukunft. Hast du ein Ziel im Sinn? Ich habe gehofft, du könntest mir dabei helfen. Ja, natürlich. Diese Frau. Phönix. Ihr Schiff hieß Klang der Sirenen. Phönix. Ja, ich kenne den Namen. Das Letzte, was man weiß, ist, dass ihr Schiff vor der Insel Naxos lag. Hm. Dann fahren wir nach Naxos und suchen Phönix. Hm, da war ich doch gerade erst. Hm. Na gut, auf der Pirateninsel war ich auch schon, bevor ich dahin sollte. Okay, kann ich sagen, wieder... Was soll ich meine normalen Quest wieder? Wir haben auf jeden Fall da eine neue Geleitschutz. Ja, okay, hier kann ich erstmal wieder hinporten. Ich mach's aber mal. Ich guck mal, was passiert. Begräbnisriten und der Tod waren im antiken Griechenland äußerst behutsam. Bedeutsam. Suizidopfer wurden unbeerdigt. Gotteslästere außerhalb des Stadtgrundes. Warte, kann ich lesen? Wenn die Ladebildschirme zu schnell vorbei sind. Und man. Cleo oder hier dann? Hast du meine Segel schon? Jo. Ja. Ich habe die Siegel für dich. Das wird den Narren in der Versammlung eine Lehre sein. Wir machen Fortschritte. Wärst du interessiert, noch mehr Polemarchen auszuschalten? Ja, Moment. Fang schon mal ohne mich an. Ich habe noch etwas anderes zu erledigen. Oh, was eine Quest, die ich annehmen muss. Gute Arbeit. Hast du weniger erwartet? Nein, doch dich anzuheuern war ein Wagnis. Wie fast alles im Leben. Ich bin vielleicht bereiter, ein Wagnis einzugehen, als den anderen Feldherrn lieb wäre. Wer kein Risiko eingeht, gewinnt keinen Krieg. Ganz genau. Wie kommt es, dass eine Söldnerin versteht, was die größten Feldherren Athens nicht begreifen? War das jetzt ein Kompliment oder eine Beleidigung? Sparta will unsere Nachschubwege ausfindig machen. Wir haben schon mehrere Spione gefangen. Es darf ihnen nicht gelingen. Nein, nicht wenn deine Truppen überleben sollen. Du musst noch mehr ihrer Befehlshaber töten. Wenn die Hopliten keinen Anführer haben, fallen sie in Unordnung. Bist du sicher? Spartiaten sind erbitterte Krieger. Krieger, ja. Denker, nein. Sie reagieren wie wilde Tiere. In einer Situation, die Überlegung erfordert, würden sie auseinanderfallen. Töte die Befehlshaber und bring mir ihre Siegel. Mal sehen, wie die anderen Feldherren darauf reagieren. Ich hol dir deine Siegel. Je eher, desto besser. Gar keinen Bock dazu. Was hältst du von den Spartiaten? Feldherr Neon würde sicher sagen, dass sie geistlose Unholde sind. Das ist nicht ganz falsch. Sie sind auf primitive Art gerissen. Das reicht nicht, um der Macht Athens zu widerstehen. Vorausgesetzt, die anderen Feldherren fällen kluge Entscheidungen, statt Zeit zu spielen. Du weißt schon, dass ich aus Sparta bin. Du bist besser als der Durchschnittsspartaner. Vielleicht verdienst du dir irgendwann sogar die Athener Bürgerschaft. Quasi der Gipfel meiner Karriere. Mag sein. Ich wünschte, ich könnte über unsere Flotte verfügen. Was ich damit gegen Sparta ausrichten könnte. Ja, was schon fällt dir? Die Truppen schon lange? Ja, ich bin seit geraumer Zeit Feldherr in unserer Armee. Am Anfang unterliefen mir ein paar Fehler, aber die habe ich längst wieder gut gemacht. Trotzdem glaubt jeder, meine Siege beruhen auf Glück, nicht auf guten Entscheidungen. Ich verstehe, dass das frustrierend ist. Andere ernten den Ruhm für meine Erfolge. Zögerliche Männer, die unnötige Verluste hinnehmen, weil sie Gelegenheiten nicht erkennen. Du weißt, was mit einem Feldherrn passiert, der seinen guten Ruf verliert? Dem man den Tod von Athenern Bürgern vorwirft? Nichts Gutes. Er stirbt. Also tue ich alles, um das Leben der Athener zu schützen. Und vielleicht werden meine Erfolge eines Tages anerkannt. Warum brauchst du die Siegel? Wozu brauchst du diese Siegel? Um sie den versammelten Feldherren ins Gesicht zu schlagen, damit sie endlich aufwachen. Während sie debattieren und zögern, gewinne ich diesen Krieg. Okay. Ich weiß, was ich zu tun habe. Mehrere Quests angenommen, wieso mehrere? Ja, okay, ich dachte, das Spiel sagt uns, was ich für Quests bekomme, aber nein. Das stimmt. Ja, die Gebete deiner Mutter. Triff dich auf Naxos mit mir reden. Okay, verbessere deinen Speer. Ja, okay.
Da ist eine ganze Menge. Ne, das wollte ich nicht. Ich wollte so weiterschalten. Wenn der Scheiß mal lädt. Irgendwelche Löwen, Kirsche, Hirschkuh. Das war ein Blutsehen, mache ich irgendwann mal. Finde ich Schätze mit den Schatzkarten im Inventar unter Questgegenstände. Ja, gucke ich mir irgendwann nochmal an. Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Noch mehr Siegel. Wahrscheinlich ist das einfach eine durchgedauerte Quest. Die muss ich noch machen. Kopfhörer Aufträge. Der helle Blitzbringer können wir machen. Steropes. Ich glaube, da waren wir schon, ne? Ja, könnten wir theoretisch auch versuchen. Aber nicht in diesem Part und wahrscheinlich im nächsten. Ich würde sagen, im nächsten Part fange ich hier an in dem Gebiet. Dann machen wir Geleitschutz. Was haben wir hier? Ach, das ist Prince of Persia. Stimmt. Haben wir irgendwelche neuen Quests in den Gebieten, wo wir schon waren? Na, da können wir noch auf jeden Fall was machen. Hier gibt es noch eine Quest. Was bist du denn überhaupt? Ein sokratisches Chaos. Stimmt, hier waren noch Quests, die wir tun müssen. Die können wir nochmal erobern. Da will ich doch eigentlich gar nicht. Also, das. Jetzt hat Sparta die wieder erobert? Ich verstehe es nicht. Okay, Naxos können wir jetzt wahrscheinlich als nächstes erobern, weil wir da jetzt storytechnisch hinkommen. Warte mal, war das hier. War das hier eine Sparta-Ding? Ich hab keine Ahnung. Okay, also wie ich das sehe, haben wir nur hier eine neue Quest und halt diese komischen Quests hier oben, die wir noch machen können. Okay, verlieren hier aber noch eine. Gut. Ich würde sagen, im nächsten Part, wie gesagt, fangen wir dann hier an. Machen dann vielleicht sogar diese Quest hier schon. Also die beiden. Mal gucken. Und dann geht's ab nach Naxos, meine Güte. Aber wie gesagt, erst im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.